Ja, hallo, herzlich willkommen zu GigaMac Tech Nummer 4. Ich bin Sven und das sind die Themen. Erstes Thema, das neue Apple TV. Ja, so neu schaut es eigentlich nicht aus, eigentlich genauso wie der Vorgänger. Allerdings hat sich einiges geändert und zwar kann jetzt 1080p Wiedergabe und neue Software ist auch mit dabei. Ja, wir bzw. Ben, Mr. Jailbreak Miller, hat sich das Ganze angeschaut und deswegen übergebe ich jetzt zu seinem Testbericht. Hallo, hier ist der Ben von Giga.de und wir schauen uns heute die dritte Apple TV Generation an. Zunächst zur Verpackung sei gesagt und auch ein kleiner Tipp gegeben. Die unterscheidet sich jetzt nicht großartig von jener der Vorgängergeneration, bis auf eine Ausnahme. Hier auf der Seite steht 1080p. Kann also Full HD ausgeben, diese Box. Im Vergleich dazu konnte die Vorgängergeneration nur 27p. Also wenn ihr einkauft, passt auf, dass hier 1080p steht und nicht 27p wie auf der Vorgängergeneration. Auch im Vergleich zur Vorgängergeneration fällt natürlich sofort auf, dass sie im Grunde fast gar nichts geändert hat, jedenfalls rein äußerlich. Immer noch Strombuchse, HDMI-Ausgang, Micro-USB-Buchse, optischer Audioausgang, SPDIF und Ethernet-Port. Auf der Vorderseite versteckt sich hier noch ein Infrarotempfänger für die Infrarot-Apple-Remote. Im Inneren werkelt ein Apple A5 Single-Core SoC, also eine Single-Core-Variante des SoC, der im iPhone 4S und iPad 2 zum Einsatz kommt. Arbeitsspeichertechnisch sind hier 512 MB verbaut, die Vorgängergeneration hatte nur 256. Wi-Fi ist natürlich auch mit an Bord und ein Bluetooth-Chip ist auch integriert, wobei der noch nicht aktiv ist. Es könnte also gut sein, wie damals beim iPod Touch, wenn sich der eine oder andere noch erinnert, dass Apple einfach ein Firmware-Update rausbringt und auf einmal hat ein Gerät Bluetooth, von dem man gar nicht wusste, dass es überhaupt diese Funktion hat. Bleibt zu hoffen, dass Apple das auch tut, auch beim Apple TV, in naher Zukunft jedenfalls. Ja, wer den gesamten Bericht sehen will, der verlinke bei uns auf giga.de. Den Link dazu gibt es im Artikel zur heutigen Show. Und jetzt geht's ab zum nächsten Thema. The Vivitech QMI is a high-definition LED pocket projector. Bright and super portable, the QMI can be used in a variety of ways. Simplify and enhance your mobile lifestyle. Ja, was kann dieser HD Pocket Beamer? HD, ja, 720p Auflösung, das ist gut. Weniger gut ist die Ausleuchtung. LED-Lampe, zwar lange Lebensdauer, allerdings auch maximal 300 Ansiedlungen. Das heißt, ja, bei Tageslichtprojektion kannst du vergessen, musst du abdunkeln. Jawohl, dicht machen das Ganze, damit man auch was erkennen kann. Vorteil allerdings, Anschlüsse, gibt es eine ganze Menge davon. Ja, also man kann anschließen, HDMI, Mini-HDMI, was weiß ich nicht alles. Was man auch anschließen kann, iPad, ich kann ein iPad anschließen. So, gibt es hier so ein Dock-Connector-Kabel und dann kann ich das anschließen über den AV-Anschluss. Das heißt, HD ist da nichts, allerdings eben halt normale PAL-Auflösung kann ich anschließen. Hier noch USB-Anschluss, dann wird das iPad auch noch zusätzlich mit Strom versorgt. Was ist noch herauszustellen bei diesem Teil? Ja, das ganze Teil hat einen Micro-SD-Kartenslot. Ja, Micro-SD, dieses kleine, fitzelige Speicherkärtchen, kann hier reingesteckt werden. Und dann habe ich einen integrierten Media-Player drin. Audio, Video, Foto kann ich abspielen. Und, das ist wichtig für die Präsentation, auch Office-Files funktioniert. Brauche ich keinen extra Zuspieler. Eigentlich eine schöne Sache. Fassen wir kurz zusammen Vor- und Nachteile. Vorteil, klein und kompakt, Media Player integriert, schöne Anschlüsse, also Anschlussvielfalt. Das sind die Vorteile. Nachteile, kein Akku, Ausleuchtung ist schlecht und, das habe ich vergessen noch zu erwähnen, die Audioqualität. Also man kann hier auch letztendlich eben halt Audio drüber abspielen, beziehungsweise wenn man das iPad anschließt, dann geht das Audio auch entsprechend mit drüber. Die ist unter aller Sau, das heißt extrem leise, das heißt mit dem Kopfhörer eigentlich nicht wirklich zu hören. Aktivlautsprecher werden empfohlen. Ja, deswegen von mir gibt es eine Schulnote 3, befriedigend. Wer sich mit den Nachteilen abfindet, findet einen guten Pocket Beamer. Ansonsten vielleicht was drauflegen und einen größeren, dafür besseren Beamer holen. Das war's zum QMI, QMI Pocket Beamer. Ab zum nächsten Thema. Letztes Thema für heute, das iPad 3. Ja. Hier haben wir euch vergackeiert. Das ist eigentlich ein iPad 2. Allerdings, der Profi sieht wahrscheinlich nur den Unterschied. Aber das iPad 3 hatten wir tatsächlich in zahlreichen Videos und Berichten ja, vor Ort.
Zuerst einmal mussten wir es besorgen und diese Aufgabe oblag Flavio und Jens in der Nacht. Wir haben hier gleich mal den ersten in der Schlange uns gekrallt. Wie lange stehst du hier schon in der Schlange? Ich stehe seit 20.15 Uhr hier. Seit 10 Minuten? Gerade mal 5 Minuten. Und was für ein Gerät hast du dir ausgesucht für heute Abend? Ein iPad in der kleinsten Version. Das schwarze, 32 GB. Ein iPad mit 32 GB und dem neuen 4G. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem Mitternachtsspezial mit Hanni und Nanni, mit Siegfried und Roy, mit Jens und Flavio. Und wir haben uns heute mal in die Stadt begeben und uns ein neues iPad besorgt. Das hier ist es. Zum Vergleich hier mal ein iPad 2, das iPad der vorigen Generation. Wie man unschwer erkennen kann, tun die sich äußerlich nichts. Da gibt es kaum Unterschiede. Da hat sich nicht viel getan, da hat sich nicht viel geändert. Der Preis ist auch gleich geblieben. Das hier kostet in der kleinsten Version mit 16 GB und ohne 4G LTE immer noch 479 Euro. Das zweite, was ich wirklich hervorheben muss, ist die neue Kamera. Die Kamera auf dem iPad 2, ja. Ganz kurz hervorholen, ja. Ist zwar schon eine 720p HD-Kamera, wenn man so will, aber die hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also die ist nicht hervorragend, die ist echt gerade so durchschnittlich. Die ist grausam, sagen wir es einfach, wie es ist. Auf dem neuen iPad hat sich bei der Kamera einiges getan. Die ist wirklich gut geworden. 5 Megapixel sind es jetzt auf der Rückseite, auf der sogenannten EyeSight-Kamera, wie sie inzwischen heißt. Mhm. Und man sieht einen gravierenden Unterschied. Ja, da sitzen die zwei Pappenheimer mit ihrem iPad 3, Flavio und Jens, nachttrunken und mit dicken Augenrändern. Ja, der Sebastian übrigens, der war in der Zwischenzeit im Urlaub und freute sich nach seiner Rückkehr, das neue iPad 3 in Empfang nehmen zu können und einen ersten Test für euch zu produzieren. Das iPad 3, das schauen wir uns jetzt zusammen an und beginnen gleich mal mit dem Gehäuse. Das iPad 3 sieht genauso aus wie das iPad 2. Ich habe mal eins hier zum Vergleich. Allerdings fühlt sich das iPad 3 ein bisschen schwerer an. Es ist auch ein bisschen schwerer. Im Prinzip aber von der Rückseite her erkennt man erstmal keinen Unterschied. Dieses schwarze Teil hier ist bloß, weil das hier das LTE-Modell ist und das hier ist das normale Wi-Fi iPad 2. Lautsprecher hier unten, Kamera, Rückkamera hier. Da ist das hier ein bisschen größer. Die Tasten mit der Sperre und Lautstärke, im Prinzip alles identisch. Vorne auch die zweite Kamera und der Home-Button. Also nichts Besonderes erstmal auf den ersten Blick, aber es ist ein bisschen schwerer, wie eben schon gesagt. Und es ist auch ein kleines bisschen dicker. Es ist um 0,6 mm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dicker. Also wirklich marginal. Aber dieser Unterschied, der führt schon dazu, dass es für manche Hüllen dann nicht mehr passt. Also das iPad 3 passt nicht in jede iPad 2 Hülle. Bei diesem Modell von German Made hier ist es kein Problem, wenn das hier ein ganz kleines bisschen höher ist. Das hübsche Buch passt wunderbar. Übrigens, das hier, das iPad 2, wird nicht so heiß wie das iPad 3, weil das iPad 3 ist ein richtiges Hot Product. Was wir damit meinen, schaut es euch kurz im Video an. Das letzte Video zum iPad 3 für heute, was wir gemacht haben, war der Leistungsvergleich von Sebastian zum iPad 2. Ja, was leistet das neue iPad 3? Schauen wir es uns an. Um die Leistung von Computern zu vergleichen, verwendet man am besten Benchmark-Tests. Wir haben das fürs iPad 2 und 3 auch schon gemacht, das lest ihr auf giga.de. Eine andere Variante ist aber, einfach zwei verschiedene Modelle gegeneinander antreten zu lassen. Noch sind beide auf Obstkurs und hier ist das erste Tablet schon angeschaltet und der Entsperrenbildschirm erscheint. Das zweite arbeitet noch, das arbeitet eine ganze Zeit länger. So, da ist es. Welches war das iPad 2 und welches war das iPad 3? Das hier war das iPad 2, das schnellere. Wir starten jetzt mal die Apps gleichzeitig wieder und schauen, welches schneller einsatzbereit ist. Das iPad 3 diesmal.
Vielen Dank, Sebastian, für das informative Video. Den gesamten Film seht ihr wie immer auf giga.de. Die Links gibt es im Artikel zur heutigen Show. Ich kann mich nur noch bedanken bei Cyberport für das iPad und das Apple TV und bei QMI QMI für den Beamer als Testgerät und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.